Der französische Ozeanforscher Jean-Michel Cousteau und eine Gruppe Wissenschaftler sind in der Srednaya-Bucht nahe des russischen Wladiwostok eingetroffen. Fast 100 Meeressäuger werden seit etwa einem Jahr in dem sogenannten Walgefängnis im russischen Fernen Osten festgehalten. Die Wissenschaftler wollen die Tiere beobachten und einen Plan für ihre Freilassung entwickeln. Cousteau erklärte, die Mehrheit der Wale, wenn sie denn befreit werden könnten, müssten dort freigelassen werden, wo sie gefangen wurden. Die Freilassung aller Tiere könne Jahre dauern.